Im Bad sind sie aufgetreten aus der Steckdose, wenn man den Föhn gezogen hat. Und sie sind regelrecht in Straßen vom Keller die Treppe hoch bis in die Küche. Ganz am Anfang war es mitunter so, dass von außen, von der Straße, am geöffneten Fenster, fingerdickbreit eine Ameisenstraße auf der Küche. Und war sehr, sehr schlimm. Ich fand es eigentlich ganz gut, dass auch diese Versammlung stattfand, weil man einfach gemerkt hat, okay, man ist nicht allein mit dem Problem und wird auch nicht allein gelassen mit dem Problem und dass sich auch darum gekümmert wird. The people were really enthusiastic. They did open all the doors and did allow us to enter the houses. We had more than 97% of acceptance. Die Anwohner sind alle zusammen begeistert, dass wir kommen und freuen sich, dass sie betreut werden und dass ihr Problem angegangen wird. Wir sind aktuell bei der zweiten Maßnahme. Bei der ersten Maßnahme hatten wir Köder ausgelegt. Jetzt wird der Köder kontrolliert. Die Menschen vor Ort zeigen uns, wo sie Ameisen gesehen haben, und wir haben Köder ausgelegt. Es ist jetzt so, dass die Köder sehr gut angenommen worden sind. Von allen ausgelegten Ködern waren die Ameisen ungefähr an 2/3 der Köder dran und 1/3 der Köder sind sogar vollständig aufgefressen worden. Das heißt, wir sind guter Dinge, dass wir mit der Bekämpfung weiterhin gut vorankommen. Ja, also wenn Sie mal schauen, der Köder wird super gut angenommen. Ja, hier ist noch ein Köderrest drin, da sind ein paar Ameisen noch dran. Mhm. Die sind direkt rangegangen und sonst, wenn man die ganzen Köder anschaut, die sind komplett leer gefressen. Ja. Und die sind gestern ausgelegt worden und heute schon leer. Diese Köderstationen haben den großen Vorteil, dass der Köder ist geschützt, er ist vor Witterung geschützt, er wird nicht abgeleckt durch Tiere, er bleibt länger frisch und die Station, die wir nutzen, hat im Vergleich zu allen anderen Boxen einfach im Vergleich sich durchgesetzt. Also ich bin sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf. Die Bevölkerung unterstützt uns gut. Wir müssen jetzt nur dranbleiben. Wir müssen die Köder über einen langen Zeitraum anbieten, damit nicht noch Tiere zurückbleiben, sondern damit die Bekämpfung so weitergeführt wird. The people really see the results of the work of the PCOs. They see the big decline of the ant populations. Meanwhile, they don't have any ants anymore in their houses. Also bis jetzt haben wir ganz gute Ergebnisse gezeigt. Also wir haben im Haus keine Ameisen mehr. Außerhalb werden es auch immer weniger. Und ich bin eigentlich auch guter Dinge, dass wir langfristig gesehen die Ameisen auch loswerden.